zerreißen lässt, jemand Schaden zuzufügen. Naja, das reicht so. Das passiert so. Du meinst den Löwenaufgaben oder so? Wir wissen nicht, warum es nicht so ist. Während Dienst, wenn du sagst, mir juckt den Rücken. Spiel dann kommt ein Bär und hat den Rücken auf den Stück. Das sind Bären, die zerreißen. Das ist Antikunst. Ein Lion Share oder so, das meinst du, so die größten Teile. Ich finde mir wenig lieber. Kann sein, dass Teile so verstehst du nicht, dass es nicht darum geht? Hat jemand seinen Bärendienst aufgebunden? Ja. 30 Jahre lang komplett falsch verwendet. Tja. Wir lernen immer dazu, siehst du. Wieder was gelernt. Das ist ein wunderschöner Match. Das Off ist noch ein Ding. Er wird gerade 5er, glaube ich. Nee, 4er. Nee. Ich werde gleich 4er erstmal schnell. Aber er war noch C4, aber ich weiß nicht. Du hast C4. Nee, ich weiß nicht. Du hast C4. Okay, gut, dann ist er nicht. Und dann war Soy bei 600. Ja, stay tuned, Leute. Das Game geht schnell. Das dauert mal bei Games, nehme ich mal an. Weil Maxi ist sick. Wenn er Papp spielt. Während ich das gemacht habe, vielen Dank fürs Raushören. Einfach auf Papp. Ja, der Fox, der da gerade spielt, was ein Background-Info ist, Lil Fruzy, früher bekannt als Frozen Heights, war ein krasser Puff-Main, der beste in Deutschland. So wie andere Puff-Mains ist ihm Puff langweilig geworden. Da hat der Office Esteet, das sieht man nicht. Ja, er wollte schon immer Puff spielen, aber wegen seiner Handkarte aus nicht. Fox mit Ja, der wollte schon immer anders auf Puff spielen. Ja, ja gut, aber. Und seitdem er die Box hat, hat er einfach Puff. Ach so, verstehe. Okay, die Box hat's enabled. Er hat ja vorher auch schon gewechselt zu Marv. Ja. Aber ja, Puff-Mains werden immer weniger gespendet, um zu erhalten. Da wurde er gebettet. Diese Box eigentlich? Zwei Puffmans, die sind. Ja, genau. Oh, das stimmt. Stimmt, was laber ich eigentlich? Office ist natürlich auch. Der Youngling, den ihr seht, der ist auch ein Puffman gewesen. Immer noch quasi. So halb halb. Ist vielleicht noch sein bester Charakter, aber er spielt eher Youngling im Turnier. Wir waren beide zu Puff wechseln würden. Ohne Witz. Und gleich sind schon wieder Maxi gegen mich ist er gleich. Und dann sind schon wieder zwei Puffmans. VK ist. Ja, ist VK gegangen, aber Dennis meint halt, hier in diesem Match sind zwei Puffmans. Allein schon. Zelda. Oh, let's go. Das ist cool. Victor spielt kein Puff. I don't know. Spielt Victor überhaupt noch? Ich nehme an, er spielt noch Puff. Ich glaube, er ist nicht gewechselt. Ist das wieder überhaupt noch? Aber ist die Frage, ob er mir nicht spielt. Hier kommt er nicht mehr hin. Ultimate Puff? Nein! Das ist schlecht. Und solange er inaktiv ist, wurde mir gesagt, bin ich anscheinend der beste aktive Puff-Spieler in Deutschland. Das ist ziemlich krass. Was heute wurdest du von Puff Stars? Das heißt, was bin ich? Bin ich nicht genervt, Alter, dann bin ich genervt. Heute wurdest du von Puff zerstört. Ich wurde von Puff was? Zerstört, oder? Nein, nein, nee. Von Eisen. Achso. Ach nee, das war... Niki hat Eisen gespielt. Office wurde von Puff zerstört, von meinem Puff. 3-0. Kader hat einfach Dusan und Victor retired. Ja, ist dead. Und jetzt ist er selber weg. Alle mitgenommen. Ja. Naja. Okay, spannend. Spiel auf, ist vier tatsächlich. Mit seinen ganzen Projectiles, da kommt nicht jeder mit klar. Das ist ja doch da. Ich kann nicht viel über dieses Match erzählen, ja. Mario. Mario ist der neue schlechteste Teddy. Ich glaube eigentlich Falco, wenn du hast dann natürlich immer zu verlieren und dann ist er fast bis zum Schluss. Echt jetzt? So ein Wort wird Physikum-Mode. Kannst du die 1 Stunde warten? Das ist weird. Marius? Wir sind 7 Stunden gelernt. Wir sind schon geil, Alter. Und ich kann jetzt für den 2 Minuten. Die Berlin Melee, die beste Szene. Wir sind die beste Szene. Wir haben jetzt die besten Spieler. Wir haben die besten Leute. Ja, das ist eine Stunde vorher. Wir haben alles. Kein Harassment da lenke ich. Nee. Keine? Soweit ich weiß. Soweit ich weiß, Anna. Ich weiß noch, dass der halt. Das ist die Frage, ob es eine gute Sache oder eine schlechte Sache ist. Ja. Das ist keine. Ja. Er wollte nicht mehr wirklich sterben. Ja, Puff Dice Late kennt man ja, das ist das Saying. Puff Dice Late. Ich glaube, wir nehmen schon in den tiefsten Dark Age 2011 den Schattenspiel im Manfries. Perfect Shadow in the Queen. I know some of these words, Dennis. Ist mir alles zu alt. Gegen wen hast du eigentlich Lust zu spielen? Wie bitte? Gegen wen hast du eigentlich Lust zu spielen von den beiden?
mehr Spaß werde ich schon am Maxi haben. Aber ich will halt dritter werden, so, ne? Das ist knappes Game. Das wird sogar noch besser. Wrestling kann ich machen. Please, no. Aber wie gesagt, am Ende ist es. Ja, wenn du Melee Documentary, ja. Wenn du halt das. Du musst interviewt werden, Dennis. Du musst hier deine Geschichte raushauen. Das auch. Also ich meine, dann ist es einfach der Berliner Landweg. Der Husband, der. And then he tried. Oh. Weil einfach irgendwelche Absagen einfach Dennis reinpacken. Immer Dennis Voice-Over so. Und Luma und was ist denn noch alles, ne? Luma nicht geben. Wir stellen Interviews und sagen, das Kamera. Let's go. Erst muss ich die Broad Documentary machen. Der hat einfach zu lange gestern keine Ringe geschaut. Ein Freund von mir hat noch nie Herr der Ringe geschaut, das ist so weird. Ich bin beim ersten Film eingeschlafen und der anderen nicht gesehen. Ich weiß mal nachholen, aber der ist aber schon langweilig. Nur auch wenn es zu Lord of the Rings ist. Okay, Office hat stark angefangen gegen Game hat und dann war stark nachgelassen. Herr der Ringe schon bauen. Ja, sehe ich auch, dass das wahrscheinlich gut ist, wenn ich Missing Out bin. Gegen früher Erfolg. Ich finde, der Special könnte eine Millisekunde länger da bleiben. Es ist schwer, das alles zu lesen in einer halben Sekunde. Dann. Nee, ich hab das zeitlich mit Ready Go und so. Deswegen. Ach so. Damit man ja, gut. Ja, das ist halt so gut. Ja, stimmt, es muss eigentlich schnell gehen. Bogenschieß. Problematischer Arzt. Bogenschieß vor allem. So, gib mir das mal zurück. Das ist komisch. Ich weiß gar nicht, wissen wir. Keep den Chat TOS friendly, bitte. Du Jonas oder ein anderer Jonas? Wie lange bist du schon in der Szene? Nee, ich bin 2017? Nee, 18. 18? 18 bin ich auch dazu gekommen. Februar 18 war ich zuerst hier. Hat mir Rat befallen? John S, ja. Also John S, okay. Hab ich auch gewonnen. Du siehst. Ich glaube, mein erstes Turnier war. Ich glaube, mein erstes Turnier war wirklich 2017. Aber ich war halt nicht in Dienst. Ich habe hier nicht gewonnen so lange. Achso. Ich bin einfach verloren. Ja, ich zähle. Schon ein Part. Was sagt der Bracken? Jude? Was sagt der Bracken? Das ist Loser's Quarters. Ich bin der Gewinner. Und dann, also sind der Gewinner davon gegen mich oder so, ne? Ja, das ist ja Loser's Quarters. Quarters, stimmt, genau. Aber nicht in Semis. Der Gewinner darf in zwei Schilder wenn du nur zwei Sets holst. Oh, was? Oh, shit. Okay. Wo war gerade Hitbox? Hä? Ist der Minute schon gelandet? Das ist Stage Spike. Ich hab aus dem Augenwinkel gesehen, dass er mal. Oh, der Stage Spike. Du bist nicht links, das kannst du nicht machen. Ja. Schlechteste Attacke im Spiel. Link hätte getötet. Ja, ohne Witz. Fast so schlecht wie Luigi Dash Attack oder so. Gut. Yes, maybe. Er hätte halt. Oh, die war mit der Leer runterspringen können. Ja, sowas, genau. Komm, was ist das? Der Coaching mit Gang hier. Was ist denn mein wieder, Alter? Oh, die Grills. Was, letztes Bug? Das haut auf das Tenner mit. Oh, das ist eine Frage, was kostet das? Oh, no! Das ist ganz einfach. Was? Kann man, kann man. Okay. Oh, der Vorschild! Oh mein Gott! Nein! Das war's, oder? Ja. Ja. Ah, hätte er auch smashen können. Ist die denn los? Ja. Oh! Oh! Das heißt, ich bin. Ich hätte Das ist. Gutes Spiel! Maxi, souverän! Lass uns mal sehen. So, freu dich auf Kaffee.